Wusstest du, dass deine Sprunggelenksbeweglichkeit im Alter rapide abnimmt? Egal ob beim Gehen, beim Laufen, in der tiefen Hocke oder beim Einbeinstand, fast jede Aktivität des Unterkörpers benötigt ausreichende Beweglichkeit im Sprunggelenk. Eine eingeschränkte Sprunggelenksbeweglichkeit führt allerdings dazu, dass die Gelenke darüber die Arbeit übernehmen müssen, wodurch es sein kann, dass du Knie- Hüftprobleme bekommst oder im schlimmsten Fall sogar Rückenschmerzen. Deshalb zeige ich dir heute eine einfache, aber super effektive Übung, die sowohl dein Sprunggelenk, dein Knie, deine Hüfte und sogar deinen unteren Rücken entlasten kann. Wie erkennst du jetzt aber, ob deine Sprunggelenksbeweglichkeit gut ist oder nicht? Mach dafür diesen einfachen Wandtest. Stell dich an eine Wand und komm in eine kniende Position. Wenn du möchtest, kannst du dir gerne einen Polster unter dein Knie legen. Deine Zehen berühren die Wand, deine Ferse bleibt am Boden und gleichzeitig schiebst du dein Knie nach vorne und versuchst die Wand zu berühren. Dann bewegst du deinen Fuß schrittweise von der Wand weg und testest, ob das Knie immer noch die Wand berühren kann, ohne dass sich die Ferse vom Boden abhebt. Als gute Sprunggelenksbeweglichkeit gilt, wenn du eine Hand zwischen Fuß und Wand platzieren kannst, dein Knie trotzdem die Wand berührt und deine Ferse am Boden bleibt. Und bestehst du den Test? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Falls deine Sprunggelenke jetzt etwas Arbeit brauchen oder du auch nur wissen möchtest, wie weit du mit deiner Beweglichkeit vielleicht noch gehen kannst, dann brauchst du für die Übung ein Widerstandsband und einen Sessel. Oder etwas, auf dem du deinen Fuß etwas erhöhen kannst. Befestige das Band um etwas Stabiles in Bodennähe und lege es dann um die Vorderseite deines rechten Sprunggelenks. Wenn du deinen Fuß jetzt auf den Sessel stellst, sollte das Band richtig schön gespannt sein und es zieht nach hinten, nach unten, um die Bewegung deiner Knochen im Sprunggelenk zu erleichtern. Platziere jetzt deinen Fuß so auf dem Sessel, dass deine Ferse noch in der Luft ist. Von hier heb deine Ferse an und zieh sie dann nach unten, bis du eine sanfte Dehnung in der Wade spürst. Aus der Position wandere mit deinem Knie so weit wie möglich nach vorne über deine Zehenspitzen hinaus, genauso wie vorher beim Beweglichkeitstest. Komm dann wieder zur Ausgangsposition zurück und wiederhole diesen kleinen Ablauf 3 bis 5 Mal. Mach danach ein paar Schritte und du wirst merken, wie weich sich dein komplettes rechtes Bein im Gegensatz zu deinem linken anfühlt. Wenn du möchtest, kannst du auch gleich wieder den Wandtest von vorher machen, um zu schauen, ob und wie sehr sich deine Beweglichkeit verbessert hat. Vergiss danach nicht, das Ganze auch auf der zweiten Seite zu wiederholen. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, hat die Beweglichkeit deines Sprunggelenks direkte Auswirkungen auf andere Bereiche deines Körpers, wie zum Beispiel dein Knie oder deine Hüfte. Falls du also auch noch mit einer eingeschränkten Hüftbeweglichkeit zu kämpfen hast, dann schau auf jeden Fall in diesem Video vorbei, um auch das Problem zu lösen.